es nicht einfach viel besser? Es ist doch eigentlich voll einfach, erneuerbare Energie zu machen. Und wie? Man könnte eigentlich genau das genau dasselbe Prinzip wie im Kohlekraftwerk benutzen. Also wenn du jetzt mal hinter dir schaust, das ist das Krafthaus. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Eine Turbine wird durch die Wasserenergie und im Kohlekraftwerk wird das halt durch Wasserdampf in Bewegung gebracht. Und es wäre einfach so viel schlauer, wenn man viel mehr Wasseranlagen oder Sonnenenergien oder Windanlagen anbaut. Was ist jetzt besser für die Umwelt? Das Wasserkraft oder das Kohlenwerk? Wasserkraft. Weil Wasserkraft, da wird ja nichts verbrannt. Das Wasser, die Fließenergie wird direkt in Stromenergie umwandelt. Lass mal dafür demonstrieren gehen, damit die mehr Sachen bauen. Wir müssen auch noch, es gibt, glaube ich, eigentlich schon Demonstrationen. Stromanbieter, auch die neue, erneuerbare Energie anbieten, aber das ist voll teuer. Ich glaube, wir müssen dagegen demonstrieren gehen, dass es billiger wird. Ja, okay, wann denn? Morgen. Ja, okay. Ja. Hier siehst du nochmal das Weserstadion, welches von Solarplatten umgeben ist und sich somit selber umweltfreundlich ohne Fremdstrom selber versorgen kann. Und wir sind eigentlich schon so weit mit der Technologie, dass wir ohne irgendwelche Kraftwerke, die CO2 ausstoßen, auskommen. Aber die Solarplatten kann sich nicht jeder leisten. Und wir finden, dass eine Pflicht vom Staat sein sollte und das Geld dafür investieren müssten.